Schatz, aber du musst schon aufpassen. Kaka! Oh Mann, die Nacht war diesmal kurz. Und Gianni ist auch eben aufgestanden, aber als es uns eigentlich gar nicht mehr passte, weil wir müssen jetzt zu der Kirche wegen der, nicht Einschulung, sondern wegen dem ersten Tag von der Schule. Was die da macht, verstehe ich trotzdem nicht. Naja, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Und ich kriege meinen Schuh mit einer Hand nicht an. So, also, let's go. Es ist so kalt. Ja, Schatz. Wie lieb dich. So, ganz schnell jetzt. Meine Lieben, der Gianni war total lange wach und dann habe ich mich mit ihm hingelegt. Ja, das Beste war, er wollte nicht ohne mich schlafen und ich fand es richtig gut, weil ich war so müde. Und ich glaube, ich habe dann noch eine Stunde mit ihm ja, so ein bisschen gechillt. Ich glaube, ich bin auch eingeschlafen und jetzt sitze ich einfach nur am PC, muss mich aber beeilen, um das fertig zu schneiden. Irgendwie spinnt mein iMovie. Ich muss jeden Übergang nochmal separat bearbeiten, aber soweit bin ich jetzt fertig. Dann lade ich das alles um und springe schnell unter die Dusche und werde mich so leicht schminken. Ich habe nämlich die Pinsel nicht gewaschen. Gestern habe ich nicht mehr geschafft und ja. Werde mich auf jeden Fall trotzdem schminken, weil heute gehen wir mit Jana Känguru-Insel. Ich wollte das ja eigentlich gestern machen, aber sie konnte ja auch nicht. Wollte ich mit Idi, aber dann hat es wegen der ganzen Uhrzeit und so alles nicht gemacht. Meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg, mein Video hochzuladen, weil ja, in einer Stunde muss es online kommen. Ich habe noch ziemlich lange dran gesessen. Ich dachte, es geht ziemlich schnell, aber ging es nicht. Und dann ist die Artikel auch von der Schule gekommen. Ja, und dann hatte ich ganz viele Kinder um mich, habe noch aber schnell Standbilder gemacht, habe alles auf den Laptop geladen, bin jetzt halt, wie gesagt, auf dem Weg, es dann hochzuladen. Haha, Videos sind online gegangen und ich bin fast währenddessen eingeschlafen. Heute merke ich auf jeden Fall den Schlafmangel unglaublich. Sehr, ich bin total fertig. Ich glaube Kürbissuppe oder sowas. Wir wissen es nicht. Was essen und gleich geht's weg. Die Achilla wollte neben dir sitzen. Aber ich muss es nicht machen. Noch zu Ende machen? Wow, sieht aber super aus. Das sieht aus wie ein Segel vom Schiff. Hier unten fehlt noch das Schiff. Siehst du? Kappa. Ist es nicht? Was ist das dann? Hey, das ist ich. Nein, ich will doch neben dir sitzen. Sag danke, Baba. Danke, Baba. Ich will den Papa. Ich will aber auch mal neben dir sitzen. Wir ziehen uns jetzt an. Selene, guck mal, hier sind deine Schuhe. Nein. Doch, doch, komm. Wow. Zieh deine Socken an. Was siehst du hier? So, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das Ding ist geschlossen. Jetzt fahren wir hinter der Jana auf einen anderen Spielplatz. Auf einen normalen Spielplatz. So, wir sind jetzt hier in Gernsheim und suchen einen Abenteuerspielplatz. Bislang haben wir nur den Rhein gefunden. Du siehst nichts, da ist Wasser. Da. Ah, da ist Wasser. Doch, von da sieht man. Oh, arme Kind, sieht fast gar nichts. Gianni, du bist echt am Weinen. Und das den ganzen Tag. Da ist dann. Ach so, ja, die Flasche, die ist voll dreckig, aber. Ah, Jana überlegt mit. Da haben wir eine Fangflasche. Ja.
Wo ist die andere? Hier im Kinderwagen. Ach, da. Das warst du gar nicht, gell? Doch. Ja? Ja. Mami, ich hab Hunger, können wir uns was zum Essen holen? Da. Ah, ich färbe heute noch meine Haare oder morgen. Ja? Ja. Da kommt ein kleiner süßer Schatz, der überall Unordnung macht. Wir sind nämlich zu Hause mittlerweile schon etwas länger daheim. Patricia, du machst es schon mittlerweile so lange. Bitte konzentriere dich und rede richtig. Also wir sind schon etwas länger zu Hause und ich mache jetzt Nudeln. Das ist mein SOS-Essen und es sind auch die allerletzten Nudeln, die wir haben. Ich habe aber sehr guten Käse gekauft. Den habe ich vorhin bei, sagt ihr, Edeka gekauft. Und bei Edeka musste es wirklich schnell gehen. Diana hat auf die Kinder geschaut an der Kasse. Ich wollte eigentlich nur Hefe und habe dann doch andere Sachen noch geholt. Weil ich mir halt gedacht habe, ich mache diese Nudeln und dann müssen die Kinder gleich ins Bett. Und ich muss durch die ganze Wohnung durchgehen, denn überall steht irgendetwas. Es ist jetzt nicht mehr so unaufgeräumt wie früher, aber es ist halt, ich habe keinen Bock gehabt, die letzten Tage nonstop sauber zu machen. Somit habe ich die normalen Sachen gemacht, aber die stellen überall irgendwo was ab. Und das werde ich heute alles versuchen wegzumachen. Dani, essen, essen. Endlich bin ich fertig. Ja, ich bin jetzt fertig. Mama. Ja, Schatz? Mama. Hast du Schoko? Zählen. Ja. Oh, ja, mein Baby. Ja, Schatz, aber du musst schon aufpassen. Kaka! Ii! Kaka! Mama ist wieder schön. Ja. Urlaub. Schatzi, da müssen wir alle durch. Wir waren alle in der Schule. Schatzi, ja, guck mal, wie es dir geht, wenn du lesen kannst. Wie toll das ist. Ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen habe ich Kindergarten. Ich gehe jetzt ins Bett, Mama. In Kindergarten, ich gehe nach unten rum und da habe ich schnell geredet. Ja. Jetzt mache ich so und dann gehe ich ins Bett. Aber es geht aber schon gut, als jetzt vorbei. Und wir waren bei anderen zum Spielplatz. Wie war es auf dem Spielplatz? Schöner. So schön davon, die manche haben so, das Design schön ist. Guck mal, wie schön es von außen aussieht, Mama. Total schön. Ja, das ist New York. Können wir da hin? Ja, total heftig. Ich habe gleich seine Nägel geschnitten. Aber die waren gar nicht so lang. Happy Birthday!